Ordnung! Ordnung! Ich verlange hierbei die Freilassung von Guybrush Threepwood und die sofortige Gefangennahme von LeChuck und der Voodoo Lady. Ins Loch mit ihnen! Die Pocken! Der Fluch ist aufgehoben! Yippie! Unheilig das hier! Bist du das? Mutter? Ich hab mir auch die Hände gewaschen. Guybrush! Hier liegt Guybrush Threepwood, mächtiger Pirat. Wo bin ich? Ich sehe nur schwarz. Wo kommt all diese ganze Erde her? Vielleicht schlucke ich sie einfach runter, um sie aus dem Weg zu haben. Hey, ich glaube, ich sehe Licht. Ich muss einfach nur noch ein wenig Erde... Hey! Ich fasse es nicht. Ich wurde lebendig begraben. Mal wieder. Hey, meine Hand ist wieder da. Oh oh, aber das ist mir nicht geheuer. Wo bin ich? Ein Grog-Automat im Jenseits. In klassischen Coca-Cola-Farben. Hallöchen, ich bin Guybrush Threepwood, ein mächtiger Pirat. Und du siehst mir ziemlich dahingeschieden aus. Ei! Nette Klamotten. Yo! Bin ich wirklich tot? Ei! Bin ich wirklich, wirklich tot? Yo! Ich bin also komplett tot. Ei. Ah, der ist so richtig schön gesprächig und hat so einen wunderbar großen Wortschatz. Bin ich nicht nur fast tot? Jo, okay, hör zu. Dein Leben hängt vielleicht an einem ganz dünnen seidenen Faden. Aber lass uns der Einfachheit halber sagen, du bist mausetot. Ach, das ist jetzt der Vorführeffekt, dass er plötzlich mehr als ein Wort kann. Das Boot sieht makellos aus. Kaum zu glauben, dass damit den ganzen Tag Tote durch die Gegend geschippert werden. Ordnung ist das halbe Leben. Ah, du kommst auch mit. Kennen wir uns? Nee. Sie kommen mir bekannt vor. Sind Sie sicher, dass wir uns nicht schon einmal begegnet sind? Jo. Könntest du mich vielleicht irgendwie ins Land des Lebens zurückbringen? Nee. Und wo willst du mit deinem Kahn hin? Zum Scheideweg. Wieso habt ihr im Jenseits eine Grogmaschine? Für den Durst der ewig Wartenden. Hm, alles klar. Bis dann. Yo. Ich schaue mich hier erstmal noch ein bisschen um. Was ist das? Wow, mit Trinkgeld verdienst du nicht übel. Nicht anfassen. Okay. Ich hole mir einen Grog. Sowas sieht man auch nicht jeden Tag. Wechselgeld? Nichts. 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 Ich habe ja auch kein Geld reingesteckt. Ich habe Graberde, Erde und den seidenen Faden des Lebens. Irgendwie ist es mir gelungen, mich an diesem seidenen Faden meines Lebens festzuhalten. Dreck ohne Schreck. Okay. Was gibt's hier noch? Wow, das Boot ist schon beinahe zu sauber. Ein Hund. Hey, Hundchen, komm her, Kleiner. Oh, ob er sich wohl verlaufen hat? Ich nehme ihn lieber mit. Ne? Vielleicht sollte ich mich erst mit ihm anfreunden. Okay. Guybrush Threepwood,
Schmächtiger Pirat. Immerhin haben Sie diesmal meinen Nachnamen richtig geschrieben. Hier ruht Frederick Pirate. Liebender Ehemann, hingebungsvoller Vater, Stütze der Gemeinschaft. Gehängt aufgrund eines schrecklichen Missverständnisses. Hier ruht Ted, ein Piratendieb. Er wollte LeChuck niederstrecken, jetzt liegt er im Grab, nicht wieder zu erwecken. Zum Gruße, Santino, mutig und groß. Ein Pirat zu gut für eines Grabes Schoß. Oh, Santino. Hier ruht Frederick Pirate. Liebender Ehemann, hingebungsvoller Vater, Stütze der Gemeinschaft. Gehängt aufgrund eines schrecklichen Missverständnisses. Hier ruht, wie heißt er gleich? Er bleibt unvergessen. Ruhe in Frieden, Phineas MacDriver, alias Haikämpfer Finny, alias Haiköder. Wurde von einem Bären gefressen. Genau mein Humor. Was ist das? Wie geht's denn? Wasser ist ziemlich schleimig. Wo fließt es hin? Zum Mittelpunkt des Scheidewegs. Okay. Na, ich bin's nochmal. Jo. Ich habe einen Hund gefunden. Gehört er dir? Nee. Weißt du, was dieser Hund da drüben macht? Nee. Bringst du mich nun zum Scheideweg? Bezahle mich. Und was kostet mich das? Die goldenen Augen des ewigen Schlafs. Augen des ewigen Schlafs? Ich soll dir meine Augen geben? Nein. Ich meine, ich weiß ja, dass ich tot bin, aber irgendwie hänge ich an meinen Augen. Tust du nicht. Kann ich ohne sie denn noch was sehen? Weißt du, ich bin nämlich noch nicht so lange tot. Das ist eine Metapher, du Banause. Gib mir einfach die beiden Goldmünzen, die man dir bei deinem Begräbnis auf die Augen gelegt hat. Ja, die goldenen Augen des ewigen Schlafs. Jetzt kapiere ich. Aber da fällt mir ein, man hat mir gar keine Münzen ins Grab gelegt. Typisch Piraten. Keine Münzen, kein Scheideweg. Nimmst du mich auch für lau mit? Nee. Leihst du mir einen Dollar? Nee. Wie viel war das doch gleich? Die goldenen Augen des ewigen Schlafs. Ach ja, 2 Goldmünzen. Ich komme wieder, wenn ich 2 Goldmünzen gefunden habe. Jo. Es würde mir leichter fallen, an Bord zu gehen, wenn es nicht so makellos wäre. Nichts. Nichts. Dieser Automat nimmt nur Scheine. Ich muss irgendwie den Hund für mich gewinnen. Hey, Hundchen, komm her, Kleiner. Vielleicht sollte ich mich erst mit ihm anfreunden. Guybrush Threepwood, schmächtiger Pirat. Augenblick, soll das heißen, ich bin schmächtig? Guybrush Threepwood, schmächtiger Pirat. Im Inventar habe ich nur Graberde und den seidenen Faden des Lebens. Ich denke mal, dass ich irgendwas mit der Grogmaschine machen muss. Nichts.
Nichts. Nichts. Nichts. Nichts. Nichts. Ja, Wow, das Boot ist schon beinahe zu sauber. Das Boot ist schon beinahe zu sauber. Okay, jetzt habe ich eine Idee. Ich glaube, da ist noch ein Fleck. Nee. Da drüben ist ein richtig dicker Schmuddelfleck. Was? Hol's der Deibel. Da hab ich geschrubbt wie verrückt. Verfluchte Gören. Jetzt kann ich mir... Er hat reichlich Geld dabei. Ich nehme mir nur ein wenig. So, und jetzt kann ich mir... einen Grog am Automaten holen. Prima. Also, worauf habe ich Durst? Grog XD klingt gut. Grog XD? Das muss dieser neue Energy Grog sein, den die Jugend heutzutage so trinkt. Ausverkauft. Umso besser. Das Kerosin und die Batteriesäure lassen mich nachts nicht schlafen. Cherry Grog? Ja, Cherry Grog ist wohl aus. Mist, das ist mein zweitliebster Geschmack, gleich nach Purple. Grog Light ist ausverkauft. Selbst Piratengeister scheinen auf ihre Figur achten zu müssen. Ein erfrischend kühler Grog zum Mitnehmen. Für das gewisse Extra vor einem langen Tag. Nichts. Okay, jetzt habe ich Grog. Ich wollte doch eigentlich Wechselgeld. Muss ich sein Boot nochmal dreckig machen? Wahrscheinlich. Ich glaube, da ist noch ein Fleck. Nee. Da drüben ist ein richtig dicker Schmuddelfleck. Was? Hol's der Deibel. Da hab ich geschrubbt wie verrückt. Verfluchte Gören. Vielleicht noch ein wenig. So, und dann probieren wir mal hier Wechselgeld rauszuholen. Prima. Also, worauf habe ich Durst? Hey, sie hat mir Kleingeld gemacht. Wie viel habe ich jetzt? 2 Goldstücke. Perfekt. Oh, falsche Taste, falsche Taste. Bitte sehr. 2 Goldmünzen. Bitte bring mich zum Scheideweg. Jo. Boot nur einzeln betreten. Nach Ablegen sind Hände und Füße bei sich zu behalten. Die Fähre zum Mittelpunkt des Scheidewegs haftet nicht für Gegenstände, die beim Verlassen an Bord verbleiben. Ein Neuankömmling. Hey! Tut mir leid, aber ohne den Geistesblitz kann der alte Gallup dich nicht richtig in Szene setzen. Komm, kauf ein Erinnerungsfoto. Nein, danke. Ich habe kein Geld. Tatsächlich? Dann gucken wir doch mal, was du so bei dir hast. In der Tat, du bist pleite.
Naja, aber falls du demnächst irgendwie an Schotter kommen solltest, was vermutlich früher oder später der Fall sein wird, immerhin bist du ja ein Pirat oder so. Vergiss nicht, wiederzukommen und dieses wunderschöne Erinnerungsfoto von deinem Geistereintritt in den Scheideweg zu erwerben. Schon gut. Nimm einfach die Flossen aus meiner Tasche, okay? Kapitel 5. Rise of the Pirate God. Ich rede mal mit dem Typen da. Verzeihung, ich hätte da ein paar Fragen. Was kann ich für dich tun, Triebwut? Wo bin ich? Und was ist der Scheideweg überhaupt? Am Scheideweg treffen das Materielle und das Reich der Geister aufeinander. Und hier beginnt auch deine Reise ins Jenseits. Hier kannst du dein endgültiges Schicksal bestimmen und deine Piratenbestimmung im Elysium erfüllen. Oder du spielst einfach die beleidigte Leberwurst. Ganz ehrlich, auf mich wirkst du ein bisschen bockig. Was machst du hier? Man könnte sagen, ich bin eine verlorene Seele, die ihren Weg sucht. Aber ich kann meinen blinden Hund nicht finden. Ich bin schon ziemlich lange hier. Wenn du also meine Hilfe brauchen solltest, stehe ich dir mit Rat und Tat zur Seite. Kennst du die Voodoo-Lady? Geht das vielleicht auch etwas genauer? Hast du den Namen? Ich habe inzwischen nämlich so manche Voodoo-Lady kennengelernt. Ich weiß gar nicht, wie sie heißt. Ich trage einen seidenen Lebensfaden mit mir herum. Wozu? Jeder, der hier auftaucht, hat etwas, an dem er hängt. Für dich war es offenbar ziemlich wichtig, am Leben geblieben zu sein. Nun ja, ich... Ich zum Beispiel habe mir einen Corndog mit rübergebracht. Ich liebe Corndogs. Ist denn der unheimliche Bootsführer abgeblieben? Seine einzige Aufgabe ist es, die ankommenden Seelen zum Scheideweg zu befördern, wo sie ihr ewiges Schicksal wählen. Sobald seine Arbeit erledigt ist, ist er für seine Fahrgäste nicht mehr sichtbar. Außerdem musste er angeblich früher nach Hause, weil seine Schwester ihre Babyparty feiert. Ist schon mal jemand ins Land des Lebens zurückgekehrt? No, niemals. Nein, Zier, ausgeschlossen. Bist du sicher, dass noch nie jemand ins Land des Lebens zurückgekehrt ist? Wer sagt denn sowas? Natürlich ist es möglich. Na, ich erinnere mich da an einen feschen jungen Piraten, der tatsächlich ins Land der Lebenden zurückgekehrt ist, in der Hoffnung, seine einzig wahre Liebe wiederzusehen. Genau das habe ich vor. LeChuck war sein Name, glaube ich. LeChuck? Aber LeChuck kam zurück? In dieser Reihenfolge als Geist, Zombie, Dämon, lebende Statue und Killer-Walross. Damit will ich nichts zu tun haben. Ich glaube, das mit der wahren Liebe war eher ein Schuss in den Ofen für ihn. Nach seiner Rückkehr ins Leben herrschte er unten kurz darauf ein ganz schönes Gedränge. Wie konnte LeChuck entkommen? Er hat sich einfach ein Brett gegriffen, in eine krasse Welle geschmissen und ist abgedampft. Lügst du mich etwa an? Was denn? Was habe ich gesagt? Dass er hier rausgesurft ist. Was? Nein, das wäre bescheuert. LeChuck ist in die Welt der Lebenden mit einem mächtigen Voodoo-Zauber zurückgekehrt, den er von der anderen Seite hatte. Ein Zauberspruch? Yep. Und wenn ich mich mit etwas auskenne, dann mit Zaubersprüchen. Was ist aus dem Zauberspruch geworden, mit dem LeChuck immer ins Land der Nicht-Toten zurückgekehrt ist? Es heißt, er sei in einer vermoderten Schatztruhe irgendwo auf dem Scheideweg versteckt. Aber das weiß niemand so genau. Ja, es war nett, mit dir geplaudert zu haben, seltsamer alter Mann, der irgendwie nach Oliven riecht. Aber ich habe nicht vor, hier im Jenseits zu verweilen. Meine Frau lebt noch irgendwo da draußen. Nur zu? Aber du wirst dich sicher wundern, was dich dort erwartet. Was soll das heißen? Ich bin erst seit knapp 2 Minuten tot. Okay, was gibt's hier? Ich habe mich immer gefragt, wie es wohl sei, wenn man stirbt. Ich hätte eigentlich ein wenig mehr Glanz erwartet. Und etwas mehr Gloria. Der Scheideweg ist ja schön und gut, aber 21 Salvenschüsse könnten nicht schaden. Ein Streitwagen. Oh, ein Piratenstreitwagen. Ein Chor von Sirenen, die meinen Namen preisen. Naja, irgend sowas in der Art. Das muss der Mittelpunkt des Scheidewegs sein. Ja,
Dies ist der Ort, an dem jede Seele ihren letzten Piratenpfad einschlagen muss. Zur Wahl stehen Beherrschung des Fechtkampfs, Diebstahls oder der Schatzsuche. Sehr piratisch. Mhm. Hallo. Was kann ich für dich tun, Dripwood? Und wie heißt du nochmal? Galeb. Hast du mein Geisterbild noch? Hast du immer noch kein Geld? So, du behauptest also, dich mit Zaubersprüchen auszukennen, hm? Ich halte mich durchaus für einen Zauberspruchkenner. Große Zauber, kleine Zauber, Aufputsch- und Beruhigungszauber, Umkehrzauber, Verwünschungen, Flüche und so weiter. Sag bloß. Ich werde darauf zurückkommen. Bis später. Klar, warum nicht? Okay, was ist... Muss ich wieder ins Boot steigen? Ah, okay, jetzt habe ich eine Karte. Schatzsuche, Mittelpunkt des Scheidewegs, Diebesversteck, Schwertkampf. Ich fahre mal zum Schwertkampf. Oh, das ist Morgan. Morgan. Morgan? Ahoi, Matrose! Noch so ein Schwertkämpfer, der mich auf ein Leben im Jenseits voller säbelrasselnder Gefechte herausfordern will. Nun denn, zeig, was du kannst! Gott sei Dank geht es dir gut! Heda, ich red mit dir! Ja, mir geht es gut. Ich bin tot. Und du offenbar auch, also hau ab! Tja, es wird dich freuen zu hören, dass ich deinen Mörder ausgelöscht habe. Du hast LeChuck getötet? Was? Der Tod muss dir die Birne vernebelt haben. LeChuck hat mich um die Ecke gebracht. Bei dir war's The Singe. Hallo? Bin Schwertkämpfer, suche Herausforderung. The Singe? Aber du hast doch gesagt... Na großartig. Meine große Chance, Dankbarkeit zu zeigen, und Mr. Mächtiger Pirat schaltet bei meinem Todesröcheln auf Durchzug. Aber... Und dann besudelt er auch noch meinen Ruf als schlagkräftige Piratenjägerin, indem er andeutet, ich könne eine toupettragende, milchgesichtige Knalltüte wie die Singe nicht mit verbundenen Augen schlagen. Wie bitte? Gott, bin ich deprimiert. Hör mal, ich habe nicht vor, hier im Land der Gänsehaut zu bleiben. Ich habe noch ein Hühnchen mit LeChuck zu rupfen und meine Frau ist immer noch in Gefahr. Ich werde vermutlich Hilfe brauchen, um von hier wegzukommen. Und du bist meine einzige Freundin. Vergiss es. Ich bin eine nichtsnutzige, hinterhältige Verräterin mit Kommunikationsproblemen. Ich verdiene es nicht einmal, deine Freundin zu sein. Niemand? Du musst nur mal wieder ein Schwert in die Hand nehmen. Hier, nimm und tritt gegen mich an. Nein, ich kämpfe nicht gegen jemanden Unbewaffneten. Ich bin bewaffnet. Na los, kämpfe, kämpfe! Nun, ich bin noch nicht fertig mit dir, Fräulein. Ich komme wieder. Na schön, ich warte dann da drüben so lange. Okay, dann werden wir mal in der nächsten Folge versuchen, Morgan ein bisschen aufzumuntern. Auch wenn ich mir vorstellen kann, dass sich das eventuell schwierig gestaltet. Okay, bis dann, passt auf euch auf und denkt immer dran, ich liebe euch. Tschüss.